Hola Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Harvest Neue Augen. Wir haben das letzte Mal nur das Tutorial gespielt und noch gar nicht wirklich angefangen hier mit dem Spiel. Und da wir noch nicht wirklich mit Edna geredet haben, werden wir das jetzt nachholen. Hey, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ja, jetzt haben wir hier wieder diese drei Gebiete. Wir hatten ja das letzte Mal schon die Aufgaben der Oberen. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberen machen? Angesprochen. Sag nicht, du musst wieder die Ja, das haben wir schon gehört. Ich werde die Gespräche, die wir schon kennen, auch überspringen, weil das sonst ein bisschen zu lange dauert. Ich hoffe, das ist für euch okay. Und wir werden jetzt hier einmal auf die Termiten zu sprechen kommen. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Right. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Ach so, Marmeladenersatz. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Maus. Ach, Edna. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Nee, ist klar. Also dann bringen wir mal bei, durch Wände zu gehen. Das wäre ja cool. Wir können jetzt hier nochmal nach der Schatzsuche fragen. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Moment. So, sorry Leute, das war gerade wichtig. Aber jetzt geht's natürlich weiter. Und ja, die Aufgaben der Oberen, darüber haben wir ja mit Edna schon gesprochen. Jetzt müssen wir nochmal kurz das mit der Oberen abklären, denn ich will hier wirklich alles mitnehmen, weil dann wahrscheinlich die Rätsel ein bisschen leichter fallen. Deshalb werde ich auch die Folgen so überwiegend am Stück aufnehmen. Weil wenn man da eine zu große Pause macht, glaube ich, dann hat man schon wieder alles vergessen. Und dann ist es schwerer, sich wieder so reinzufinden, weil es ja hier wirklich so rätselmäßig ist mit Items, die man sammelt und dann woanders wieder anwendet und so. Und da muss man sich ja dann erst immer wieder reinfinden. Das ist, glaube ich, leichter, wenn man dann einmal am Stück so ein paar Folgen aufnimmt. So, dann reden wir mal über die Oberin. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Ich finde so geil, wie keiner Lilly ausreden lässt. Den Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Oh, wie lieb. Edna scheint eine gute Freundin zu sein von uns. Ich will mir hier nochmal diesen Baum angucken. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Tja, weiß ich auch nicht. Nichts, was hilft, hatte sie wahrscheinlich. Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Ja, das klingt echt einladend. Wir werden jetzt hier nochmal zum Schulteich zurückgehen und gucken, was wir hier so finden. Hier ist ja das Laub, was wir gehakt haben, und hier ist die Kellertür. Und Edna meinte ja, wir können eine Schaufel im Keller finden. Na, schauen wir mal. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Ja, und den haben wir natürlich nicht im Inventar. Also hier Kellerfenster. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ach, wie süß sie da durchs Fenster guckt, ne?
Gibt's hier irgendwas? Pinsel? Da lag ein Pinsel auf dem Regal. Ein Pinsel? Direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Ich finde die Betonung von diesem Erzähler so genial. So, den nehmen wir mal mit. Hat sie einen langen Arm gemacht. Was haben wir hier noch? So Presslufthammer. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man die feste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Ach so, oh Gott. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Ach komm, mach doch hier mal so einen auf Elastigirl aus Die Unglaublichen, falls das noch einer kennt. Man musste nur diesen Arm lang machen. Die Musik ist weg. Fällt mir ja jetzt erst auf. Also, die Musik ist so, das ist cool bei diesem Spiel, weil immer diese Musik ist. Irgendwann geht's, glaube ich, auch auf Nerven, aber mir bisher noch nicht. Konservendose. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Bäh. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Vor allem, wie kann sie das von da aus sehen? Na die ja. Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Ich fürchte, das werden wir hier öfter noch hören, dieses mit Lillys Arme waren zu kurz. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Ja, ich sag's ja nur. Schaufel, das brauchen eine wir doch. Schaufel? Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Sag ich ja. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Denn? Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Tja, schade. Gibt's hier noch irgendwas? Ich drücke einfach mal. Ich werde die Leertastenfunktion hier nicht so oft verwenden, weil ich das einfach schöner finde, jetzt so da alles hier rauszufinden und so. Aber... Oh, Busch. Gartenschlauch. Gartenschlauch. Wohin angucken. Der Schlauch wohl führte? Ja, gucken wir mal Lilly den Busch an. Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Ach so. Oh, wir können den Busch benutzen. Busch benutzen. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding! Zu einem... Ding! Ja, Pumpe nennt man das Ding. Lilly! Schalte das sofort ab! Aha. Wassertropfen oben drauf. Offenbar können wir das hier nicht aktivieren, weil dann immer diese oberen kommt, oder? Funktioniert's jetzt? Lilly! Okay, schalte das sofort ab! Wieder die gleiche Szene. Das können wir hier nicht aktivieren. Jetzt haben wir hier noch Wasserhahn. Drücken wir mal den Wasserhahn. Schade. Der Wasserhahn war leer. Alles klar, Wasserhahn ist leer. Wo führt denn dieser Schlauch hier hin? Schauen wir doch mal, was der Schlauch hier macht. Achso, der liegt hier einfach so rum. Ah, ja, den brauchen wir wohl nicht. Bienennest. Lilly mochte Bienen. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Fröhliche Stacheln. Die Idee war gut. Ach komm schon. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Lilly ist zu klein für alles, ne? Der Brunnen war tief. Kein Spielplatz für ein braves Kind wie Lilly. Ob sie wirklich so brav ist? Freeman! Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Morgan Wenn er sich noch Freeman. Weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Oder genau Gordon Genau wie in Lillys Nein, Lieblingsbuch. Freeman. Morgan Freeman, reden wir mit ihm. Hallo. Ach, Lilly. Ich dachte schon, da wäre jemand. Na nett. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Ja, ich find's auch sehr witzig, wie in diesen Dialogen Lilly einfach nie zu Wort kommt. Sie sagt immer noch, ja, nee, mehr nicht. Was ist im Brunnen? Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Ich versuche mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, oh, ich glaube, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Warum sollte der Kellerschlüssel da ganz unten sein? Naja, und was ist Gumbo? Oh, Gumbo, Fragezeichen. Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, Nö. Oder? Uh-uh. Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo. Oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. Ach so, das merke ich mir.
Warum der Kellerschlüssel? Ach Mann, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Aha. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Ja, das kann natürlich sein, aber wir sollten ihn mal an die Klosterregeln erinnern. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Ach so, der Brunnen ist tief. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Wobei? Der Brunnen ist zu gefährlich. Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. In den Brunnen klettern! Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Okay, hier kommen wir also nicht weiter. Wir könnten nochmal mit ihm über die Aufgaben der Oberin sprechen, aber ich bezweifle, dass er mir da weiterhelfen kann. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Was? Oder ihren Rücken enthaaren? Termiten verscheuchen. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen, richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Na, wenn ich an dieses Bienennest da irgendwie drankomme, dann schon. Und Beete umgraben muss ich noch. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Korrekto. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Ach so. Ja, mit dir will ich gar nicht weiterreden, du. Was können wir denn jetzt hier noch machen? Aber müssen wir ja an diesen Schlüssel rankommen, denn wir brauchen den ja. Gucken wir nochmal bei Edna. Habt ihr das gehört? Das Platsch. Hey! Ist der da reingefallen? Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Ja, wo war er bloß, ne? Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Ach, wo war er nur, ne? Bienennest. Achso, da können wir ja nicht ran. Moment mal, wir haben doch noch die Hake. Damit können wir doch bestimmt da dran. Au. Ah, was soll das? Lilly, nein! Ups. Geh weg!
Geht weg! Ich habe eine Allergie! Ah! Oh nein! Oh. Jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ja. Ihr Summen klang anders als sonst. Was kann man mit diesem Gartenschlauch machen? Oh, den können wir benutzen. Benutze mit Brunnen. Flup. Lilly, so, aber es genau wo. Bla bla. Zum Schulteich. Aber hier ist ja kein Wasser drauf. Wasserhahn, oder ist da plötzlich Wasser drauf? Wir gucken mal. Schade. Der Wasserhahn war leer. No, aber wir können den Gartenschlauch. Ach so. Ja, das bringt's total. Gartenschlauch. Können wir den an die Pumpe machen und dann Wasser da reinpumpen? Weil dann könnten wir doch theoretisch Freeman mit dem Wasser nach oben schwimmen lassen. Jetzt müssen wir das nur ausprobieren. Lilly, bist du von allen guten Geistern verlassen? Aha, jetzt haben wir schon mal einen anderen Dialog. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Ja, was bloß, ne? Ach, jetzt können wir die auch nicht mehr benutzen. Schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Mein lieber Freeman. Der sieht ja geil aus. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Und er hat den Schlüssel. Mal gucken, ob wir ihn abschwatzen können. Ah, Lilly. Vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Ach komm schon. Ich sagte, verschwinde. Du bekommst den Schlüssel nicht. Kümmere dich um deine anderen Aufgaben. Ach komm schon, ich will aber den Schlüssel. Können wir jetzt das Bienennest nehmen? Da war noch Honig. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Einen besseren Plan. Und ich habe auch schon einen Plan, wie wir diesen Honig aufsammeln können. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge, denn die Zeit ist schon wieder rum. Und wir sehen uns dann im nächsten Part mit Harvests neue Augen wieder. Bis dann.